Hallo und herzlich willkommen hier bei mir auf dem Kanal. Wir sind bei LS22 zu einem neuen Projekt. Ja, wie ich das nenne, weiß ich noch gar nicht so genau. Ich meine, könnt ihr euch ja mal gerne in den Kommentaren austoben, wie wir das nennen. Auf jeden Fall, ja, ist es ein Projekt auf der Karte Mühlenkreis, Mittelland-Mühlenkreis. Und ja, wir sind hier auf der Karte angekommen und wie ihr seht, das ist mein einziger Besitz. Mehr habe ich nicht. Ich bin pleite. Wie ihr seht, wir haben ein bisschen, klein bisschen über 900 Euro. Ja, wir wollen uns hier ein neues Leben aufbauen und müssen uns wirklich von ganz klein hocharbeiten. Mit Aufträge bei anderen Bauern erstmal darüber Geld verdienen und uns Stück für Stück hocharbeiten, damit wir uns ein Grundstück kaufen können. Ein Träger, um halt selber Landwirtschaft zu betreiben. Dieses Projekt starten wir erstmal alleine. Das Projekt haben wir zu dritt aktuell ausgearbeitet. Also wir werden hier in Zukunft zu dritt definitiv drauf arbeiten. Das wird Richtung RP gehen. Ja, ich würde mal sagen, lasst euch einfach überraschen. Ja, genau, lasst euch überraschen. Könnt ihr mal gerne eure Meinung zum Projekt in die Kommentare lassen. Wie gesagt, könnt ihr mal gerne Projekt haben, weil da waren wir uns noch nicht so einig, was wir daraus machen, wie wir es nennen. In die Kommentare schreiben. Und natürlich, ja, unterstützt uns gerne mit einem Daumen nach oben, würde mich sehr darüber freuen. Und wir starten jetzt. Wir werden uns jetzt mal unser Tablet, also wir haben ein Tablet dabei. Das ist einmal so die Übersicht von unserem Tablet. Alles dabei, was wir brauchen. Und wir gehen jetzt mal in die Auftragsbücher. Wo haben wir sie? Verträge, hier haben wir es. Wir haben. Das sind so unsere ganzen Aufträge, die wir gerade drin haben. Ja, wir werden uns natürlich leider Gottes erstmal Gerätschaften mieten müssen. Und dann schauen wir weiter. Wir fangen an. Ich würde mal sagen, wir fangen mit der schönen Erntemission an, ne? Welches Feld ist das? Feld 46. Oh, 5000 Euro knapp. Also 4,6, das ist jetzt nicht viel. Naja, was soll's. Wir müssen was tun. Geräte ausleihen. Wir werden mal zum Händler rüberfahren. Ruckel kurz wegen Fahrzeuge hinstellen. Wieder tobt euch mal in die Kommentare aus, wie wir dieses Projekt nennen können. Und dadurch, dass es halt die Mühlenkreis ist, ist es ja auch Crossplay möglich. Also könnte man in Zukunft auch dieses RP-Projekt auch ja, PS5-mäßig, Xbox-mäßig mit ausarbeiten. Bei der PS4 weiß ich nicht, das wird so slotmäßig, glaube ich, ganz schön beengt mit einem RP. Mal schauen. So, wir sind beim Händler angekommen. Da stehen die Gerätschaften. Haben wir noch ein paar frei? Ja. Ich muss mein Auto verkaufen. So. Jo, hier haben wir noch einen schönen Drescher. So, Feld 48, wo ist denn das? Der 46 da hinten. Schön, Drescher haben wir. JCB. Natürlich steht der Schneidwerksanhänger falsch herum. Warte mal, ich glaube, ich habe hier was Falsches in der Einstellung noch drin. Automatischer Motorstart ist richtig da. Stellen wir das am besten. Ich bin noch mal schnell hingewiesen. Starten ja gleich richtig gut. Crossplay spielen muss ich natürlich diese erweiterten Daten für Aufträge alles rausnehmen, damit wir das natürlich anpassen. Aber mit den beiden Jungs, mit denen wir das ausgearbeitet haben, die spielen auch auf dem PC. Oh. Jetzt nicht da. Ach so, war doch richtig rum. Ich bin völlig aufgeregt hier, mein erster Auftrag.
irgendwie zu viel Schaden machen. Am besten gar keinen. Schon so lange nicht auf der Karte gewesen, aber muss ich mal gucken, wie das hier war. Und dann gucken wir, wie das da hinten. Das ist richtig. So, und schauen wir doch mal, wie wir hier klarkommen in der Stadt, ne? Mal jemanden treffen, der sich ein bisschen auskennt, damit man auch mal so ein bisschen was erfährt von den Grundstückpreisen, wie die hier sind und so. Weil da habe ich noch gar keinen, mir noch gar keine Infos eingeholt. Aber was mitgekriegt, hier ist wirklich viel Landwirtschaft unterwegs und deswegen habe ich mich dann einfach mal dazu entschieden, mich hier niederzulassen. Lang zu fahren, hier hinten rum. Da geht die Straße, geht um ein Feld vorbei, können wir irgendwie fahren. Die Grafik. Ich muss wieder eine Grafik umändern. Wie sieht die wünschte Scheibe aus? Nachher nochmal gucken, nochmal Aufnahme. Der Begierde. Das gibt's doch nicht. Das ist leider nicht schon ein bisschen beengt hier unten. Und da leider ein bisschen. Wobei, aufdrehen kann man ja Gott sogar nicht machen. Im Eigenfall würde ich mir jetzt natürlich immer anschließen. So, los geht unsere erste Aktion. Aber auch vorher noch nie so großartig mit den Maschinen gearbeitet, ich habe mich sehr zahlt. Mir Videos angeschaut, wie die Geräte so
was man für welches Gerät für was da ist. Hat mir mich einen Tag mit dem Händler getroffen, der hat mir so ein paar Grundkenntnisse gezeigt. Also ich weiß, wie man die Drescher startet und dies und das, aber vieles muss ich mich halt einarbeiten und noch rumfragen, was der so angeht bei der Feldbearbeitung. Also wir sind jetzt auf. Wir kommen komplett aus einer anderen Branche und versuchen uns jetzt halt, ja, versuchen wir jetzt in der Landwirtschaft ein bisschen Fuß zu fassen. Man war schon als kleiner Junge davon fasziniert, diese ganzen großen, geilen Geräte zu sehen. Und jetzt, ja, wollten wir halt einen Cut machen, haben wir gemacht. Sind mit nix hierher gekommen. Hoffen mal, dass wir ein günstiges Hotel kriegen für die paar Euro, die wir noch haben. Gut, wir verdienen jetzt ein bisschen Geld, dass man irgendwo mal nachts in einem Hotel schlafen kann. Und dann müssen wir mal weiterschauen. Wieder, ich habe mir vom Händler so ein bisschen einen kleinen Crashkurs geben lassen, wie hier was funktioniert. Leider Gottes ist der Händler auf einer großen Landwirtschaftsmesse und deswegen aktuell auch nicht hier. Was sehr schade ist, so hätte er mir noch mal ein paar Tipps geben können. Aber egal, wir werden das schon irgendwie hinbekommen, die nächste Zeit. Also der Händler wird erstmal die erste Zeit immer unser großer Ausgangspunkt sein. Ich hätte schon was Feines in dem Bild, ne? Ich glaube, ich wäre hier echt aufgeschmissen. Kann ich mich jetzt auch noch nicht entscheiden, gehen wir mehr Richtung Ackerbau, gehen wir mehr Richtung Viehzucht oder doch ein Mischmasch aus beiden, weiß ich jetzt noch gar nicht genau. Auf jeden Fall will ich aus dem nächsten mir was groß aufbauen, ne? Natürlich klein anfangen und dann hocharbeiten. Ich denke mal, als erstes müssen wir mal schauen, wie so ein kleines Fleckchen, ein kleines Fältchen gucken, Träger kaufen und dann schauen wir mal. Weil der Händler hat mir auf jeden Fall auch die App gegeben. Sollte ich mir runterladen, hier sind gebrauchte Geräte, was er immer mal so drin hat, aber gut, damit kann ich, gut, ich könnte jetzt ein paar Kleingärten mähen gehen, ne? Das könnte man machen, das Ding könnte man sich relativ schnell holen, aber sonst mit den anderen Geräten kann ich hier nicht anfangen. Aktuell. Also auf jeden Fall schon mal gut, dass er gedacht hat, ich soll mir das mal runterladen. Da ist immer mal wieder was drin. Aber sagen wir mal ehrlich, bei den Preisen, die wir da gerade gesehen haben, was Geld angeht. Ja. Würde mir erstmal nichts anderes sagen, wie gebrauchte Geräte zu kaufen. Ich glaube, was möglich ist, man kann auch Bilder packen hier. Nur mal schauen, ob man vielleicht was gepackt bekommt. Aber wir brauchen ja auch ein Grundstück, wo wir uns niederlassen können, ne? Wo wir eine kleine Lagerfläche haben. Ich glaube, wir sind bald ein bisschen blauäugig hier in der Stadt. Aber wir bekommen es schon irgendwie.
Oh, vielleicht hätte man mal bei der Bank fragen sollen, die noch klitzeklein kriegen, dass man ein bisschen Geld in der Hand hat, als hier nur mit 900 Euro aufzuschlagen. Aber gut, da müssen wir uns jetzt durchbeißen. Für den Zweckkredit kann man lieber noch ein bisschen warten. Wenn man auch schon mal ein bisschen Eigenkapital hat, das ist natürlich besser. Macht natürlich auch besser einen Eindruck bei der Bank. Und wenn man vor allen Dingen ein kleines Konzept hat, ne, was man so im Kopf umsetzen möchte. Oder was man so ein bisschen sich ausgemalt hat, wie man es umsetzen möchte, macht natürlich einen besseren Eindruck. Ich kann das jetzt hingehen, du, ich brauche Geld, ich will mir einen kleinen Bauernhof aufbauen, habe keine Ahnung davon, aber ich will. Zeigt dir natürlich auch einen Vogel. Konnte ja jetzt auch eigentlich nur mit Erntemission starten, weil um Düngemission zu machen, brauche ich natürlich ein kleines bisschen Kapital, um mir auch Öl und so zu kaufen. Also war das schon mal die richtige Sache, die Erntemission schon anzunehmen. Das Coole ist, ich kriege auf jeden Fall immer nicht nur den Lohn, ich kriege auch eine kleine Gewinnbeteiligung an der Ernte. Wenn die Erde zügig genug reingeholt wurde und gibt es einen klaren Zugewinn für mich, das finde ich schon mal cool. Also den werden wir heute nicht mehr sehen, wie viel wir bekommen. Das werden wir beim nächsten Mal sehen. Also, wie gesagt, wenn euch das Projekt gefällt, würde ich mich wirklich sehr über den Daumen nach oben von euch freuen, weil damit zeigt ihr mir, dass es halt das Projekt gut ankommt. Würde mich auf jeden Fall freuen drüber. Ich plane mich jetzt erstmal 2-3 Folgen hintereinander auf. Also Resonanz werde ich dann Stück für Stück sehen. Aber ich denke mal, das Projekt könnte auf jeden Fall gut Laune machen. Deswegen lasst ein Like da in die Kommentare, schreibt mal rein, wie wir es vielleicht nennen könnten. Ich meine, ich habe gerade so eine kleine Idee während der Aufnahme gekriegt. Aber wie gesagt, würde ich mich mal über eure Kommentare freuen. Und ja, an die Neuen, lasst ein Abo da und ja, lasst euch überraschen, wie es hier weitergeht, was wir uns hier so Schönes ausgedacht haben. Damit bin ich raus. Wünsche euch einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.